Lesen Sie in der neuen Wild und Hund. Verloren apport. Hat der Fuchs auf den Schuss hin deutlich gezeichnet, schlägt die Stunde des Vorstehhundes. Sascha Schmidt erläutert, was dabei zu beachten ist. Gänse statt Golf. Unzählige Gänse sind über einen Golfplatz hergefallen. Michael Stadtfeld begleitete die etwas andere Flugwildjagd mit der Kamera. Geniales Gebrech. Sauen können mit ihrem Gebrech einzelne Körner, aber auch Fallwild samt Knochen aufnehmen und zerlegen. Jürgen Jahrmerker beschreibt, wie das Wunderwerk der Natur funktioniert. In den weiten Wyomings. Wo einst die Crow- und Cheyenne-Indianer mit Pfeil und Bogen Grizzlies, Wapitis und Weißwedelhirschen nachstellten, jagte Eike im Ross auf eines der schnellsten Huftiere der Welt, den Gabelbock. Aufsetzen und los geht's. Nachtsichtgeräte werden nicht nur aufs Objektiv gesetzt. Es gibt auch Modelle, die am Okular befestigt werden. Am Beispiel des Dykon erläutert Bernd Hellbach die jagdpraktischen Vor- und Nachteile von Aufsatzgeräten. Ach du grüne Zähne. Im September fällt im EU-Parlament die Entscheidung, ob der Besitz von Bleischrot in Feuchtgebieten verboten wird. Dies ist wohl nur der Auftakt zu einem allgemeinen Bleiverbot für Jäger und Sportschützen. Aber wer hat den Parlamentariern diesen Floh überhaupt ins Ohr gesetzt und wie? Wild und Hund, Ausgabe 16, jetzt im Handel.